rufe ich auf die Tagesordnungspunkte 16a und 16b. Beratung der Anträge der Fraktion Die Linke mit den Titeln Kommunen umgehend bei Geflüchtetenhilfe infolge des Ukraine-Krieges finanziell unterstützen sowie Geflüchtete aus der Ukraine und anderen Ländern schützen, Kommunen bei der Aufnahme stärken. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten beschlossen und ich warte, bis Sie die Plätze gewechselt haben. Wenn Sie sich ein bisschen beeilen könnten dabei. Dann eröffne ich jetzt die Aussprache. Und es startet für Die Linke. Danke, Sie können ruhig noch mehr sowas sagen, das ist in Ordnung. Und es startet für Die Linke Clara Bünger. Sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Heute Morgen hatte ich ein Treffen mit dem Rabbiner Jeremy Borowitz. Er ist Überlebender des Anschlags in Halle und Vorsitzender einer jüdischen Studierendenorganisation in Berlin. Seine Mitstreiterinnen und er haben nach dem Ausbruch des Angriffskrieges Studierende aus der Ukraine aufgenommen. Darunter sind auch Personen aus Nigeria, die als Drittstaatlerin, anders als ukrainische Staatsangehörige in Deutschland, bisher keinen Anspruch auf Schutzstatus haben, obwohl sie vor demselben Krieg fliehen mussten und obwohl auch ihre Pläne und Existenzen durch den Krieg zunichte gemacht wurden. Ich habe mit drei wunderbaren Menschen gesprochen, die gerne ihr Studium in Deutschland fortsetzen möchten. Esther und Emanuel wollen ihr Medizinstudium beenden und Gottfried möchte an der Technischen Universität in München weiter studieren. Sie sind hoch motiviert, aber die deutsche Bürokratie legt ihnen bislang Steine in den Weg. Deshalb ist es ein Schritt in die richtige Richtung, wenn die Bundesregierung die Übergangsverordnung für Geflüchtete aus der Ukraine bis zum 31. August verlängern möchte. Dadurch haben die Studierenden etwas mehr Zeit, sich auf Studienplätze zu bewerben und sich zu orientieren. Sie brauchen aber mehr als das. Sie brauchen Rechtssicherheit. Viel besser wäre es daher, ihnen ebenfalls Schutz nach § 24 Aufenthaltsgesetz zu gewähren. Für die deutsche Gesellschaft würde das kaum einen Unterschied machen, aber für die drei und für viele andere würde das die Zukunft bedeuten. Diesen Menschen dürfen wir ihre Zukunft nicht nehmen. Wir müssen sie ihnen ermöglichen, und deshalb müssen wir diese Schutzlücken schließen. In aller Kürze möchte ich auf zwei weitere Punkte eingehen. Bei der heutigen Ministerpräsidentenkonferenz soll beschlossen werden, dass Geflüchtete aus der Ukraine Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II erhalten sollen und nicht nach dem diskriminierenden Asylbewerberleistungsgesetz. Das begrüßen wir ausdrücklich, und es wäre ein Riesenskandal, wenn das jetzt nicht klappen würde. Diese Verbesserung muss aber für alle Geflüchteten gelten. Es ist höchste Zeit, dass das verfassungswidrige Asylbewerberleistungsgesetz in Gänze abgeschafft wird. Letzter Punkt. Mich haben in den letzten Tagen mehrere Hilferufe von Oppositionellen aus Russland erreicht. Sie mussten fliehen, weil sie sich für Demokratie und Menschenrechte eingesetzt oder gegen den Krieg protestiert haben. Jetzt sitzen sie in Drittstaaten fest. Am 16. März hat die Innenministerin hier noch in der Regierungsbefragung erklärt, dass auf europäischer Ebene Gespräche über Schutzangebote für russische Deserteure stattfinden. Das sind nette Worte, aber es müssen jetzt schnell konkrete Taten vor allem folgen. Vor allem braucht es humanitäre Visa, damit die Menschen sicher nach Deutschland gelangen können. Und von dem Schutz müssen auch Menschenrechtsaktivistinnen profitieren, die mit ihrem Engagement gegen den Krieg ebenfalls hohe persönliche Risiken eingehen. Vielen Dank. Es folgt für die SPD-Fraktion der Kollege Helge Lind. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Wir erzählen meistens die falsche Geschichte, und ich wünsche mir, dass wir in dem Zusammenhang die richtige Geschichte erzählen. Als ich jüngst mit vielen Geflüchteten aus der Ukraine in meiner Stadt Wuppertal ankam, hatte ein Hotel ihr Ankunft vorbereitet, Zimmer kostenlos gestellt, hatte einen Catering-Dienst, ohne Aufsehen zu machen, alles vorbereitet, um die Essensversorgung zu gewährleisten, hatte ein Bündnis von Sportvereinen aus einem ganz anderen Stadtteil dafür gesorgt, dass dort Kinderspielzeug war, Betreuung, hatte ein deutsch-ukrainisches Netzwerk Dolmetscherinnen und Dolmetscher gestellt. Das ist das Deutschland, das wir gegenwärtig im ganz überwiegenden Maß erleben. Und das ist ein Deutschland, auf das wir stolz sein können und das uns auszeichnet. Dieses Deutschland, bei dem Menschen gestresst sind durch die Pandemie, Sorgen haben aufgrund der Energiekosten, ist aber ein solches, das gerade dennoch und deswegen Solidarität zeigt. Und das ist der Grund. Und das ist das Motiv, warum selbstverständlich die Kommunen vernünftigerweise kämpfen um eine vernünftige Finanzierung ihres Arbeitens. Diesen Menschen sind wir es schuldig. Und deshalb ist alle Mühe notwendig, eine hinreichende Finanzierung sicherzustellen. Es ist aber genau dieser Zweck, der entscheidend ist. Ich habe manchmal bei den Debatten den Eindruck, als ob wir Finanzierung nur als instrumentelles Ziel begreifen würden, im typischen Spiel der Verantwortungszuweisung zwischen Kommunen, Stadt und Bund. Das ist es aber nicht. Und ich bitte darum und appelliere dringend, dass wir es diesmal noch besser als beim letzten Mal machen und nicht, entschuldigen Sie den Ausdruck, versaubeuteln. Damals in der sogenannten Flüchtlingskrise 2014, 15, 16 erlebten wir auch eine große Empathie und Begeisterung. Hoffentlich haben wir das nicht vergessen. Es war herausragend, wie die Menschen in diesem Land sich eingesetzt haben, wie sie Menschlichkeit ganz unprätentiös selbstverständlich gezeigt haben. Und nicht sehr bald begann es, dass das Kippen der Stimmung beschworen wurde. Das war aber nicht die Bevölkerung. Das war, wenn wir ehrlich sind, der politische Bereich, und es war auch medial. Wenn wir aber so ein Kippen immer beschwören, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn die Stimmung kippt. Die Bevölkerung aber, das, was sie leistet, die Menschen hier in Berlin, in meiner Stadt, in so vielen Kommunen, die sind unsere Aufgabe. Sie geben ein Beispiel, und wir müssen auch begreifen, was das für ein Geschenk ist, das uns die Bevölkerung dieses Landes gibt. Wir können stolz sein auf dieses Land. Wir sollten diese Solidarität als Motivation begreifen, dass wir gucken, dass wir die Schulen entsprechend fit machen, dass wir eine Infrastruktur in der sozialen Versorgung haben, eine Entschuldung der Kommunen, in der eben dieses Engagement der Menschen glänzen kann. Für sie machen wir das, nicht für Kämpfe der Instrumentalisierung, nicht weil Menschen einfach Größen sind bei Registrierung und Finanzierung. Es geht hier um Lebewesen, gleich welcher Staatsangehörigkeit, um Menschen aus der Ukraine, die um ihr Leben kämpfen, die Schutz gefunden haben bei uns. Das Putin-Regime, vergessen wir das nicht, will die Bevölkerung der Ukraine auslöschen, zum Teil wenigstens. Es will die Geschichte der Ukraine auslöschen, die Sprache auslöschen. Wir aber wollen, dass die Menschen in der Ukraine leben, dass die ukrainische Kultur leben kann und dass es möglich ist, egal welcher Herkunft man ist, wenn man eine Heimat in der Ukraine hatte, hier in deutschen Kommunen gut gesichert, gut unterstützt, eine neue Heimat finden kann. Das ist die Aufgabe, der wir uns stellen. Vielen Dank. Als nächster Redner erhält das Wort Markus Uhl für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Als die ersten Geflüchteten in meiner Heimatstadt, in meinem Wahlkreis, aus der Ukraine angekommen sind, in Homburg im Saarland, da habe ich das Kardinal-Wendel-Haus besucht. Das ist ein ehemals kirchliches Haus, das jetzt kurzfristig umfunktioniert wurde als Aufnahmestelle. Und eben wurde es ja schon geschildert, gleichzeitig hat sich eine riesige Welle der Hilfsbereitschaft gebildet, bei mir zu Hause, überall in Deutschland. Schülerinnen und Schüler, Kulturschaffende, Lehrerinnen und Lehrer, Unternehmerinnen und Unternehmer, viele engagierte Bürgerinnen und Bürger haben die Initiative ergriffen und viele Solidaritätsaktionen gestartet.
Und Sie alle helfen dabei, die Situation vor Ort, die Situation für die Menschen, die vor Krieg und Verfolgung geflohen sind, besser zu machen. Sie helfen mit Spenden, mit Begleitung bei Behördengängen oder auch mit einem neuen Zuhause auf Zeit. Und durch Ihr großes ehrenamtliches Engagement und den Einsatz der Kommunen vor Ort gelingt es eben, die Lage in den Griff zu bekommen. Und ich will an der Stelle auch ein herzliches Dankeschön an all diejenigen sagen, die da Tag für Tag mithelfen. Aber in den Gesprächen mit den Verantwortlichen und den Ehrenamtlichen vor Ort werden mir auch zahlreiche Probleme geschildert. Und auf diese Probleme müssen wir Antworten liefern. Erstens, das ist das Thema Registrierung. Wir müssen wissen, wer zu uns kommt. Unsere Städte und Gemeinden müssen wissen, wer zu ihnen kommt, auch zum Schutz der Geflüchteten selbst. Und dazu braucht es eine schnelle und zeitnahe Registrierung, idealerweise auch durch die Bundespolizei oder das BAMF an der Grenze oder in den Zügen. Und damit eben diese Registrierung durchgeführt werden kann, meine Damen und Herren, braucht es die dazu erforderliche technische Ausstattung. Und deshalb ist das Bundesinnenministerium an der Stelle auch gefordert, endlich dafür zu sorgen, dass wir überall, da wo wir es brauchen, die Registrierungsstationen vorhanden haben und dass das System eben auch fehler- und ausfallfrei läuft. Es kann nicht sein, wie bei uns erfolgt, dass die Registrierungen stundenlang dauern und dass die Menschen teilweise den ganzen Tag in der Warteschlange darauf warten, endlich registriert zu werden und dann am Abend nach Hause geschickt werden, weil das System abgestürzt ist. Und zweitens, wir brauchen Planbarkeit und Verlässlichkeit. Wir müssen wissen, wie viele Menschen wo ankommen. Es kann nicht sein, dass kurzfristig angekündigt und so auch geschehen, dass in wenigen Stunden mehrere Busse ankommen, dann wird alles hektisch vorbereitet und letztlich kommt ja gar kein Bus, ohne weitere Information. Und im Nachgang stellt sich dann heraus, die angekündigten Busse sind dann nie gestartet. So entstehen Mehraufwände für Unterkunft, Verpflegung und Betreuungspersonal und auch gehörig Frust bei den ehrenamtlichen Helfern. Und es darf deshalb auch nicht am Ende alleine von persönlichen Kontakten oder dem Zufall abhängen, wie viele Flüchtlinge in einer Kommune letztlich unterkommen. Wichtig sind frühzeitige Registrierungen, wie schon gesagt, und die Anrechnung eben derer, die private Unterkünfte gefunden haben beim Verteilschlüssel auf die Länder und Kommunen. Der Bund muss endlich verlässlich koordinieren und kommunizieren. Nur wenn das wirklich funktioniert, können die weiteren Schritte vor Ort auch klappen. Und drittens, meine Damen und Herren, das ist natürlich die finanzielle Sicherheit für die Kommunen. Die Kommunen haben durch die Aufnahme deutlich finanzielle Mehrbelastungen. Sie brauchen Klarheit und Verlässlichkeit, wie dann genau diese Mehrausgaben auch gedeckt werden können. Klar ist für uns aber auch, was die kommunale Finanzausstattung angeht, sind zunächst die Länder in der Pflicht. Sie müssen die Kommunen Aufgaben angemessen und auskömmlich Finanzmittel zur Verfügung stellen. Und dazu gehört auch die finanzielle Ausstattung und Unterstützung bei den Aufgaben, die jetzt anstehen: Erstversorgung, Unterkunft, psychologische Hilfe oder eine angemessene Kinderbetreuung. Inwieweit der Bund auch an den flüchtlingsbedingten Mehrausgaben der Länder und Kommunen sich beteiligt, dazu sitzen ja gerade die Ministerpräsidenten mit dem Bundeskanzler zusammen. Ich will nur anmerken, dass es die unionsgeführte Bundesregierung war, infolge der Flüchtlingswelle von 2015, die den Ländern und Kommunen erheblich finanziell unter die Arme gegriffen hat. Meine Damen und Herren, die aktuelle Situation fordert von den Ländern und Kommunen viel ab, von den Menschen vor Ort, den Ehrenamtlichen und den Hauptamtlichen. Und deshalb brauchen wir umso mehr Klarheit, Verlässlichkeit und Koordination, um den Menschen, die geflüchtet sind, die notwendige Unterstützung zu ermöglichen. Und deshalb muss die Bundesregierung endlich handeln. Koordinierung muss Chefsache sein. Sie muss Sicherheit gewährleisten, Unterstützung sicherstellen und Integration ermöglichen. Und ein letztes Wort zu den Anträgen der Linke. Nur so viel: Wenn Sie einen guten Antrag und einen guten Leitfaden brauchen, was jetzt konkret zu tun ist, meine Damen und Herren, dann nehmen Sie unseren Antrag, nämlich den Masterplan für Hilfe, Sicherheit und Integration, den wir heute Mittag in diesem Hohen Hause debattiert haben. Vielen Dank. Als nächster Redner erhält Sven Christian Kindler für Bündnis 90 Die Grünen das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren!
Wir erleben ja gerade, wie schrecklich der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ist, mit welchen brutalen Kriegsverbrechen hier und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, gegen die Menschen in der Ukraine vorgegangen wird. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, in Deutschland und Europa alles Notwendige, alles Menschenmögliche machen, um die Menschen in der Ukraine zu unterstützen gegen diesen schrecklichen Krieg. Dazu gehört natürlich neben scharfen finanziellen, ökonomischen Sanktionen, auch neben notwendigen Waffenlieferungen zur Selbstverteidigung, auch, dass wir eben vor Ort und in den Nachbarländern humanitär helfen, aber auch natürlich vor Ort hier Menschen auch aufnehmen, und zwar mit Respekt, mit Anstand, sie mit offenen Armen empfangen. Und deswegen ist es sehr gut, dass so viele Menschen auch in Deutschland ehrenamtlich, freiwillig sich zusammengefunden haben. Ich komme aus Hannover, ich weiß, wie viele Menschen auch in Hannover aufgenommen wurden, wie viele Menschen dort auch helfen, wie sich die Kommune, die Landeshauptstadt dort auch einsetzt. Deswegen brauchen wir auch eine klare Unterstützung als gesamtstaatliche Aufgabe vom Bund und Ländern, damit die Ehrenamtlichen, damit aber auch Kommunen tatkräftig unterstützt werden bei dieser wichtigen Aufgabe. Und es geht dabei auch darum, dass wir natürlich den Menschen auch konkret vor Ort jetzt richtig helfen, die hier vor dem schrecklichen Krieg geflohen sind, den Frauen, den Kindern, aber auch den Männern, die hier in Deutschland angekommen sind. Und dabei geht es nicht nur um Geld, sondern es geht auch darum, dass wir natürlich ihnen auch Möglichkeiten geben, sich hier auch gut anzukommen, eine Wohnung zu kriegen, aber sich auch gut hier integrieren zu können ins Gesundheitssystem, in Schule und Kita, aber auch in den Arbeitsmarkt. Und deswegen ist es sehr richtig, dass der Bund konkret angeboten hat, dass die Geflüchteten aus der Ukraine jetzt in das Sozialgesetzbuch 2 und 12 aufgenommen werden, weil das die richtigen Maßnahmen sind, damit Menschen auch hier in den Arbeitsmarkt integriert werden, damit Menschen hier richtig ankommen und nicht in das diskriminierende Asylbewerberleistungsgesetz kommen. Das ist ein richtiges und wichtiges Angebot, dass der Bund gesagt hat, die Menschen sollen jetzt SGB II integriert werden. Und aus meiner Sicht und aus unserer Sicht ist das eine ganz wichtige gesamtstaatliche Aufgabe. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man das gemeinsam schultert, dass Bund und Länder, Kommunen auch gemeinsam daran unterstützen. Ich will daran erinnern, dass der Bund in der Vergangenheit auch schon viel zur Unterstützung der Kommunen auch geleistet hat. Und ich finde auch, dass am Ende, und das will ich auch aus Sicht eines Haushaltspolitikers des Bundes sagen, natürlich auch die Länder ihren Aufgaben auch gerecht werden müssen. Der Bund wird dieses Jahr einen dreistelligen Milliardenbetrag 2022 an Krediten aufnehmen, weil er die Notfallregel der Schuldenbremse nutzt, wegen Corona, aber auch jetzt zusätzlich wegen der Folgen des Krises. Viele Länder planen jetzt noch mit Überschüssen und schwarzen Nullen in ihren Haushalten, so zum Beispiel mein Heimatland Niedersachsen, aber auch in NRW und Bayern. Gleichzeitig sehen wir, dass die Länder deutlich mehr Steuereinnahmen haben als der Bund. Und ich glaube, das geht auch zu dem zwischenstaatlichen Verhältnis zwischen Bund und Ländern nicht. Alle Ebenen müssen sich beteiligen. Es kann am Ende nicht sein, dass der Bund hier einen dreistelligen Milliardenbetrag an Schulden macht und Bayern und NRW sich nachher für die schwarze Null abfeiern. Das geht auch nicht in der Bundesrepublik Deutschland. Kommen Sie bitte zum Schluss, Herr Kollege. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass Bund und Länder jetzt heute auf der Ministerpräsidentenkonferenz eine gemeinsame Lösung finden, eine solidarische Lösung, wie wir die Menschen in der Ukraine hier in Deutschland gezielt unterstützen und die Kommunen dabei auch gezielt entlasten. Vielen Dank. Für die AfD-Fraktion erhält das Wort der Abgeordnete Peter Böhringer. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Es ist ein gewisser Bruch, heute nach der Abstimmung zur zum Glück abgewendeten Impfpflicht nun über Finanzen zu sprechen. Doch so sei es nun, so ist es. Interessant ist, dass einzelne Parteien immer das Gleiche fordern, ganz egal, welche Krise wir haben. Die Grünen etwa fordern immer mehr Geld, wenn sie nicht gerade mehr Klimaschutz fordern. Und so haben wir eben gehört, die Antwort auf die Migration ist ebenfalls mehr Geld. Endlich bei der FDP. Sie fordert, egal in welcher Krise, auch immer das Gleiche, nämlich Transparenz, weniger Schulden und Digitalisierung, um aber dann, wenn es darauf ankommt, regelmäßig irgendwelche Gründe zu finden, warum man dieses Mal ausnahmsweise doch wieder eingeknickt ist, außer bei der Digitalisierung. Okay.
Bei den Linken ist es so, die fordern immer irgendwie die Enteignung oder die Bezuschussung von allem und jedem durch den Steuerzahler. Für alle gilt, dass die Aussagen nicht dadurch richtiger werden, dass man sie ständig wiederholt. Doch ja, wir haben in diesem Land zahlreiche Probleme. Die steigenden Preise, die Knappheit an bezahlbarem Wohnraum, die Flüchtlinge, die ins Land strömen und natürlich auch, dass zahlreiche Kommunen kaum in der Lage sind, ihre Aufgaben finanziell zu bestreiten. Natürlich kann man jetzt sagen, lass den Bund noch mehr Schulden machen und lass die EZB noch mehr Geld drucken. Und dieses Geld verteilen wir dann in den Kommunen und die bauen dann neue Flüchtlingsunterkünfte. Nur kein einziges unserer Probleme wird dadurch ursächlich gelöst. Kein einziges. Im Gegenteil, wenn wir Wohnraum, wie Sie es ja wollen, in staatlich in großem Stil bezuschussen, dann heizen Sie die Mietenteuerung ja noch weiter an. Das aber ist das Asozialste, was es gibt. Denn diejenigen, die schon länger hier leben, und zwar ganz gleich welcher Volksgruppe, finden dann erst recht keine bezahlbare Wohnung, denn die Bezuschussten sind ja für die Flüchtlinge. Ganz nebenbei schaffen wir auch noch die föderale Finanzverfassung ab, wonach Aufgaben und Finanzverantwortung zusammenfallen müssen. Denn wenn der eine wirtschaftet und der andere bezahlt, dann führt das regelmäßig zu Misswirtschaft und Interessenkonflikten. Die erste Antwort auf die aktuellen Belastungen kann also nur dieselbe sein wie die auf die generelle Finanzmisere der Kommunen. Es braucht eine Steuerreform, welche die Finanzkraft und die Finanzautonomie der Kommunen stärkt. Und die zweite Antwort auf die Wohnungsnot muss vor allem in einer generellen Begrenzung der Zuwanderung liegen. Ganz explizit unabhängig von dem Ukraine-Konflikt. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, die ukrainische Fluchtbewegung. Dieses Thema Fluchtbewegung nicht aus der Ukraine ist schon seit 7 Jahren der Elefant im Immobilienmarkt, den irgendwie außer der AfD keiner ansprechen will. Mehr Menschen bedeuteten schon lange vor dem Ukraine-Konflikt mehr Nachfrage nach Wohnraum. Um das zu erkennen, muss man kein Populist sein. Einfaches Nachdenken genügt. Meine Damen und Herren, der größte Feind des Sozialen ist und bleibt der Sozialismus. Der zweitgrößte, die menschenfeindliche Massenzuwanderung, offene Grenzen und ein Sozialstaat schließen sich aus, wie schon Milton Friedman wusste. Wenn Sie differenzierte, marktwirtschaftliche, menschengerechte und inländerfreundliche Antworten suchen, dann finden Sie sie bei der AfD. Herzlichen Dank. So wie Sie. Guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen, und die nächste Rednerin in der Debatte, Dr. Anwerushka Jurisch von der FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Kolleginnen und Kollegen, kennen Sie zufällig Hase Felix, den Kinderbuchhasen? Meine Söhne haben einen schönen blauen Kinderreisekoffer, auf dem dieser Hase aufgedruckt ist. Als ich neulich vor dem Berliner Hauptbahnhof beim Ankunftszelt für die Kriegsflüchtlinge über die Straße gegangen bin, kam mir eine ukrainische Mutter mit ihrem kleinen Sohn entgegen und lief auf dieses Zelt zu. Und der Junge zog genau diesen gleichen blauen Hasenkoffer hinter sich her. Und diese kleine Begegnung, die hat mich unglaublich gerührt. Kinder, die ihrem Haus zu Hause entrissen sind und ihr Liebgehabtes hinter sich zurücklassen müssen und mit ein paar Habseligkeiten an der Hand ihrer Mütter ins Ungewisse gehen. Menschen, die auf der Flucht sind, kommen jetzt wieder in unsere Städte und Gemeinden. Sie brauchen als allererstes Aufnahme, Schutz und Unterbringung, dann Lebensunterhalt, gesundheitliche Fürsorge, Bildung und weitere Integration in unsere Gesellschaft. Alle diese Aufgaben werden letztlich auf lokaler Ebene gelöst, von den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern sowie von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Kommunen. Diese Menschen leisten im Moment und haben auch in den letzten Jahren immer Großes geleistet. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihr großes persönliches Engagement.
Wir brauchen jetzt kluge Lösungen, um die Akteure in den Kommunen zu entlasten und zu stärken. Der zentrale Punkt ist, dass wir es ja jetzt schaffen müssen, auch noch weitere Menschen aus der Ukraine möglichst unbürokratisch bei uns in ganz Europa aufzunehmen und zu integrieren. Es ist ein humanitärer und auch ein sicherheitspolitischer Imperativ. Wir brauchen deshalb jetzt kluge Lösungen, um die Akteure in den Kommunen bei uns zu entlasten. Und hier geht es meiner Meinung nach nicht in erster Linie um Geld vom Bund, wie das ja auch gerade mein Kollege Kindler gesagt hat. Und auch, ich möchte auch noch anmerken, auch die Kommunen haben 2021 übrigens einen Überschuss von 4,6 Milliarden Euro erzielt. Auch das möchte ich noch kurz bemerken. Aber ich bin als liberale und überzeugte Europäerin sehr stolz darauf, dass es der EU mit der unglaublich schnellen Aktivierung der Richtlinie zur schnellen Aufnahme von Kriegsflüchtlingen gelungen ist, eine sehr unbürokratische Erteilung eines Aufenthaltsrechts zu ermöglichen. Ich würde mir aber wünschen, dass es eine echte gemeinsame europäische Asyl- und Migrationspolitik gäbe. Und daran arbeite ich, arbeiten wir Freie Demokraten zusammen mit unseren Partnern von der SPD und den Grünen. Eine noch geschlossenere europäische Migrationspolitik würde es uns nämlich in der jetzigen Situation erlauben, die zweite Komponente der EU-Richtlinie zu aktivieren, nämlich einen europaweiten Verteilschlüssel, den sogenannten Solidaritätsmechanismus. Ohne diesen Solidaritätsmechanismus gilt im Moment das Prinzip der Selbstverteilung der Flüchtlinge innerhalb Europas mit allen damit verbundenen administrativen und praktischen Herausforderungen, die auch in Deutschland der Königsteiner Schlüssel nicht vollständig zu lösen vermag. Das zweite große Thema ist die Unterbringung der geflüchteten Menschen. Auch hier begrüße ich es sehr, wie hier unbürokratisch und Hand in Hand mit der Zivilgesellschaft an Lösungen gearbeitet wird. Über die Initiative Unterkunft Ukraine des BMI werden erfolgreich Geflüchtete mit aufnahmebereiten Familien in Deutschland zusammengebracht. Ich mache mich dafür stark, dass dieses Programm zum Wohle aller zukunftsfest gemacht wird und möglichst viele langfristige Wohnangebote anziehen kann. Ein drittes Thema, für das ich mich als Liberale mit besonderer Leidenschaft engagiere, ist eine gelungene und auch längerfristige Integration der Geflüchteten in den Arbeitsmarkt. Denn Arbeit gibt Halt, Struktur und gerade auch in einer Fluchtsituation stärkt es den Selbstwert. Deswegen setze ich mich dafür ein, dass wir geflüchteten Menschen, die bei uns arbeiten wollen, eine echte Bleibeperspektive verschaffen. Stichworte dabei sind ein Punktesystem nach kanadischem Vorbild und der Chancenaufenthalt. Daran, an diesem Projekt, was auch in unserem Koalitionsvertrag steht, sollten wir jetzt und mit aller Kraft und mit Geschwindigkeit arbeiten. Wir brauchen vielfältige und kluge Lösungen, um die Akteure in unseren Kommunen zu entlasten. Erstens praktische Lösungen dafür, dass wir im Moment leider noch keinen europäischen Solidaritätsmechanismus haben. Zweitens die Stärkung des Ehrenamts und die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen Staat und Zivilgesellschaft. Eine Zusammenarbeit, die respektvoll und auf Augenhöhe ist. Und drittens schließlich eine vorausschauende Gesetzgebungsarbeit. Es müssen jetzt die Weichen für das Thema Arbeitskraftmigration gestellt werden. Ich danke Ihnen. Die nächste Rednerin der Debatte, Dunja Kreiser, SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, schreckliche Bilder erreichen uns aus der Ukraine. Ich finde, es ist selbstverständlich, dass wir den Geflüchteten, besonders Frauen und Kindern und älteren Menschen, die von diesem dortigen Krieg Schutz suchen, bei uns aufnehmen. Ich möchte den Blick besonders auf Kinder richten, die mit ihren Müttern oder gar unbegleitet zu uns kommen. Die Kinder brauchen eine schnelle Teilhabe an frühkindliche Bildung, den Zugang zu Kitas und Schulen. Viele werden auch schnell Zugang zur Kinder- und Jugendhilfe benötigen. Dazu brauchen wir jetzt alle Unterstützung, und die Länder entlasten diesbezüglich schon sehr. Ich sehe schon gute pragmatische Lösungsansätze, zum Beispiel in Niedersachsen. Mein Kollege der Grünen, Herr Kindl, hat das bereits erwähnt.
Es kann zum Beispiel in der Aufstockung der Kita-Plätze funktionieren. Ein Kind mehr pro Kita-Gruppe bis zum 31.07. befristet ist das, was Niedersachsen vornimmt. Räume können auch ohne Prüfung der Mindestanforderungen genutzt werden. Das sind Freizeiteinrichtungen, Gemeindeeinrichtungen, Turnhallen und das wohl auch über den 31.07. hinaus. Es wird eine schnelle Berufsanerkennung geben von Erzieherinnen und Lehrern, von Pädagoginnen möglich gemacht, Fort- und Weiterbildung angeboten. Durch den Beschluss des Rates der Europäischen Union vom 4. März 2022 erhalten die geflohenen Menschen aus der Ukraine unkompliziert eine Aufenthaltserlaubnis nach § 24 Aufenthaltsgesetz, somit auch einen schnellen Zugang zum Arbeitsmarkt. Das heißt, sie können uns auch von der berufsrechtlichen Anerkennung, also davor, tätig werden. Das entlastet unsere Kommunen, das entlastet die Träger von Einrichtungen, das entlastet auch unsere Einsatzkräfte, die in der vorherrschenden Krise schon Großartiges geleistet haben, aber insbesondere auch die Erzieherinnen und Erzieher in den Einrichtungen. Und mein Dank geht da insbesondere auch meine gemeindeeigene Einrichtung in Evesen, als auch die Beschäftigten in ganz Deutschland. Zusätzlich helfende Hände aus der Zivilbevölkerung in den Einrichtungen sowie die Schaffung von Netzwerken zur Kommunikation für Gesprächskreise in den Kommunen. Dazu kann ich nur appellieren für diese große Solidarität und diesen Einsatz. Das ist unsere gesellschaftliche Stärke. Das müssen wir unterstützen, zum Beispiel auch durch ein Demokratiefördergesetz, Demokratie leben. Die Integration von Deutschland soll weiterhin natürlich gewährleistet werden durch Deutschkurse und Orientierungskurse. Das haben wir ja mittlerweile schon erfahren, auch in dem Ausschuss für Inneres und Heimat. Und die Stärkung muss natürlich dadurch erfolgen. Und ich denke, dass die MPK-Runde, die eben gerade noch läuft, und das ist auch ein Zeichen für mich, dass man sich sehr stark damit auseinandersetzt, dass die Kommunen natürlich ihre Stärkung aus dieser Runde erfahren. Wir, verehrte Damen und Herren, werden unsere Kommunen nicht in Regen stehen lassen. Wir handeln, geben den Menschen Hilfe und bieten eine Perspektive für Geflüchtete und unsere Kommunen. Abschließend, Frau Präsidentin, ich weiß, die Redezeit ist vorbei, möchte ich mich aber noch bedanken bei den Bürgerinnen und bei den Bürgern, die Solidarität zeigen, bei allen unseren Hilfsorganisationen, dem Technischen Hilfswerk, der Polizei, der Deutschen Bahn sowie den Rettungskräften. Vielen Dank. Der nächste Redner in der Debatte, Stefan Schmidt, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Bund und Länder beraten gerade über Unterbringung, Versorgung Geflüchteter aus der Ukraine, über die Aufteilung der Kosten. Und natürlich ist das eine wichtige Frage für die öffentlichen Haushalte. Unmittelbar verbunden mit diesen Zahlen ist aber auch und gerade das Schicksal von weit über 300.000 Menschen, die in Deutschland Schutz gesucht haben und suchen. Menschen, die gestern noch überlegt haben, welchen Kinofilm sie vielleicht nächste Woche anschauen und die jetzt gucken müssen, ob, wann und in welche Ukraine sie wieder zurückkehren können, welche Zukunft ihre Kinder erwartet und ob die zurückgebliebenen Verwandten die russische Aggression überleben. Dieser Krieg hat nicht nur die Nachkriegsordnung zerstört, er hat die hässliche Gestalt von Politik gezeigt, eine Politik überhöhter Egoismen, die selbst vor Verbrechen gegen die Menschlichkeit nicht zurückschreckt. Und jetzt ist es ein Gebot der Menschlichkeit, diejenigen, die bei uns Schutz suchen, gut zu versorgen. Und vor diesem Hintergrund ist es das einzig Richtige, dass sich Bund und Länder darauf verständigen, aus der Ukraine geflüchteten Menschen zu den Leistungen des Sozialgesetzbuches 2 und 12 Zugang zu verschaffen. Denn Zugang
Zugang zu Krankenversicherung und zu Arbeitsmarkt sichert diesen Menschen schnelle gesellschaftliche Teilhabe und damit ein Stück Normalität in ihrer angespannten Ausnahmesituation. Eine Behandlung im Rahmen des Asylbewerberleistungsgesetzes, wie es die Union gefordert hat, kann das eben nicht leisten. Ich möchte meine Rede heute auch dazu nutzen, um mich bei allen Kommunen, bei den Ehrenamtlichen, den Hauptamtlichen vor Ort zu bedanken, die den Geflüchteten unbürokratisch und schnell helfen. Unsere Kommunen beweisen abermals, dass sie äußerst fähige Krisenmanagerinnen sind. Den großen politischen Verantwortungen werden sie erneut gerecht. Und die Ampelkoalition verspricht eine verlässliche Finanzierung und entsprechende Handlungsspielräume für die Kommunen. Jetzt ist es dann auch an der Zeit für die Länder, die zugesagten Mittel sachgerecht an die Städte und Gemeinden durchzuleiten und zusätzlich noch zu verstärken. Ich bin sehr zuversichtlich, dass heute ein guter Tag auch für den Föderalismus wird. Bund und Länder beweisen, dass sie an einen Strang ziehen. Ich wünsche mir, dass die Einigkeit und die Einigung, die heute hoffentlich zustande kommt, dann auch Auftakt für eine bessere Migrations- und Integrationspolitik grundsätzlich ist. Ich wünsche mir, dass wir unsere Kommunen als das behandeln, was sie sind, nämlich die zentrale Ebene eines modernen Einwanderungslandes. Vielen Dank. Und der nächste Redner, Matthias Helferich. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Für viele Menschen in unserem Land ist das Leben fast unerschwinglich geworden. Ein durchschnittlicher Einkauf beim Discounter ist 30% teurer. Das Heizen wird zum Luxus und das Auto frisst ganze Gehälter. Trotz der prekären Lage, in der sich viele Bürger wiederfinden, sind sie angesichts des Ukraine-Konflikts bereit, Flüchtende, Frauen und Kinder aufzunehmen. Gerade in meiner Heimatstadt Dortmund zeigen sich viele solidarisch, trotz eigener Not. Solidarität und Hilfsbereitschaft müssen aber pfleglich behandelt werden. Solidarität darf nicht missbraucht werden. Das sicherzustellen, wäre Aufgabe der Kommunen gewesen. Ich erzähle Ihnen einmal, wie das migrationspolitische Lagebild in Dortmund ist. Bei uns erhalten rund 2.200 Flüchtlinge Leistungen nach dem SGB II, rund 1.600 Migranten Gelder nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. 27,2 Millionen Euro gibt die Stadt Dortmund jährlich aus für geduldete Ausländer, die abgeschoben werden müssten. Solidarisch wäre es, ausreisepflichtige Ausländer abzuschieben und die Steuerzahler damit zu entlasten. Auch die kommunale Wohnungshilfe stößt durch die Massenmigration der letzten Jahre, die Sie alle befördert haben, an ihre Grenzen. Von 446 Wohnungen des Wohnungsvorhalteprogramms in unserer Stadt werden 253 von sogenannten Flüchtlingen belegt. Allein 151 der Wohnungen von Ausländern, die durch die kommunale Ausländerbehörde abgeschoben werden müssten. Die Kommunen sind es, die Platz schaffen müssten für all jene, die jetzt unseren Schutz und unsere Hilfe verdienen. 185 minderjährige, unbegleitete Ausländer haben wir in unserer Stadt. Nur 5% von ihnen wurden auf ihr medizinisches Alter auch untersucht. Kosten für den Steuerzahler 11 Millionen Euro. 11 Millionen Euro. Als arme Ruhrgebietskommune müssen wir Armutsmigranten aus Bulgarien, darunter tausende Roma, mit rund 20 Millionen Euro Sozialhilfe jährlich versorgen. Unsere Kommunen brauchen also kein Geld. Sie müssen endlich die vorhandenen Kapazitäten freischaffen. Wir Dortmunder, Hagener, Duisburger sind solidarisch, aber unsere Oberbürgermeister sind es nicht, weil sie weiterhin tausende ausreisepflichtige Ausländer dulden. Es ist Zeit für die notwendige Herzlichkeit gegenüber echten Kriegsflüchtlingen und die notwendige Härte gegenüber jenen, die unsere Solidarität seit 2015 missbrauchen. Vielen Dank. Zu Protokoll gegeben haben Ihre Reden Isabel Cademattori, SPD-Fraktion, und Paul Lehrrieder, CDU-CSU-Fraktion. Herzlichen Dank.
Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlage auf den Drucksachen 1117 und 1330 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Ich rufe nun auf den Tagesordnungspunkt